Familiengeschäfte, die es über Jahrzehnte in einem Ort gibt, sind wie Wegmarken. Oft sind sie im Sprachgebrauch der Bürger eingebrannt. Sie dienen als feste Größe, zum Beispiel bei Wegbeschreibungen. Wenn du dorthin willst, dann musst du beim Teehaus Viehweg vorbei, so könnte es sich anhören. Familiengeschäfte prägen eine Stadt und wenn sie aus welchen Gründen auch immer aufhören zu existieren, dann ist das traurig. Das Wein- und Teehaus Viehweg in Falkenstein blickt auf eine 130-jährige Tradition zurück und dabei wäre es beinahe geblieben. Jetzt haben wir ganz, ganz viel, viel, viel Freude mit dem Geschäft und viel mehr, viel, viel herzlichen Dank von unserer Familie an euch für den Mut, dieses Geschäft weiterzuführen. Wir freuen uns riesig darüber, bedanken uns nochmal und wünschen euch alles Gute in der Hoffnung, dass das richtig gut wird, besser als es war. Und das hat eine Chance, denke ich mal. Super, vielen Super. Dank. Bitte schön. Wir danken dir auch, Rainer. Keine Sehr, sehr, Frage, sehr, vor allem von gerne. Herzen, weil das ist ja wirklich ein Vertrauen, was du uns hier entgegenbringst. Ne? So ein lang geführtes Familienunternehmen, dass du das uns zugesprochen hast, dass wir das weiterführen dürfen mit deinem Namen. Also vielen Dank. Vielen, vielen, vielen Dank. Und ich Das habe ist auch sehr gesehen in glücklich der drüber. Zeit, wo wir zusammen waren, da war, dass ihr wirklich fleißig seid und es euch Mühe gebt. Man vergleicht dann manchmal so Dinge im Leben und muss eigentlich sagen, wow, das habt ihr toll gemacht. Als junge Danke. Unternehmer muss man so sagen. Ne? Knallhart und Danke. gut. Und schön, dass dann unsere Ja, Seite geht. ja. So kann und sollte eine Geschäftsübergabe aussehen. Rainer Viehweg, dessen Urgroßvater das Geschäft 1891 in der Falkensteiner Schlossstraße eröffnete, gab den Staffelstab heute offiziell an die Familie Jans Müller weiter. Hand aufs Herz, was überwiegt jetzt, das lachende oder das weinende Auge? Absolut keine Frage, das lachende Auge. Warum? Weil ich bin nicht der Typ, der nach hinten schaut, ich bin der Typ, der nach vorne schaut. Sonst würde das alles gar nicht gehen. Ich lache nicht bloß, ich freue mich richtig. Rainer Döhling freut sich aufrichtig, weil er das Geschäft in guten Händen weiß. Und das Geschäft hat seit heute, sage ich mal, oder Anfang des Jahres, einen neuen Eigentümer mit einem neuen Team, die, ich denke mal, diese alte Tradition, die über 130 Jahre alt ist, mit neuen Ideen beleben werden und es weiterführen werden. Etwas ganz Wichtiges für die Innenstädte, auch für das Familienunternehmen. Wir sind sehr dankbar und freuen uns, dass es so passiert ist und wünschen dem neuen Team alles Gute für die Zukunft, dass einfach auch bei Ihnen, beim neuen Team eine Zufriedenheit aufkommt. Und wir hoffen und wünschen auch, dass ganz, ganz viele Leute hier dieses Geschäft besuchen. Wir haben ja aus der Vergangenheit sehr viele Stammkunden, bei denen wir uns an dieser Stelle nochmal bedanken möchten und denken und hoffen, dass wir hier bei der Beibehaltung des alten Sortiments mit neuen Ideen auch neue Menschen begeistern können für dieses tolle Traditionsgeschäft. Die Döhlings haben nicht einfach nur verkauft. Das ist eine Philosophie, was auch immer eine Philosophie sein mag. Unsere Philosophie war es früher zwischen Genuss mit Freude, Tee und Wein und Accessoires ein breites Spektrum des Genusses aufzubauen. Das begann eigentlich hier vor 30 Jahren, unmittelbar nach der Wende. Viele Leute sind mittlerweile viel und weit in der Welt gereist und wollen den Genuss, die Genüsslichkeiten, denen sie begegnet sind, mit nach Hause nehmen. Und dafür soll dieses Geschäft auch stehen. Man muss ganz unbedingt sagen, Tee, Wein ist nicht gleich Tee oder Wein. Hier sind ausgewählte Spezialitäten. Vielleicht haben wir nach 30 Jahren noch das Bedürfnis oder auch anzufeuern, mit allen Sinnen den Dingen zu begegnen und zu spüren, wo die Unterschiede sind. Und es gibt Unterschiede. Das ist so ein bisschen das Ziel. Und zwischen diesen Philosophien wird mit Beiwerk, auch mit Accessoires, die im Bereich Haushaltwaren oder Schokoladen, dieses Konzept ergänzt. Und auch für viele zu einem Anlaufpunkt für Geschenkideen, für Freunde, für Bekannte. Immer wieder unter dem Motto: mit Freude genießen, mit Freude durchs Leben gehen. Das Angebot hat sich schon immer vom Durchschnitt abgehoben. Alle Dinge haben ihren Preis, auch besonders in und nach der Corona-Krise. Hier geht es nicht um Hochpreislichkeit, hier geht es um Produkte, die fair dem Kunden zu einem fairen Preis angeboten werden. Qualität ist manchmal, aber nicht unbedingt immer mit Preis verbunden. Sicher sind die ausgewählten Spezialitäten eine andere Preisschiene. Man will und muss sich auch abheben, man muss seine eigene Schiene schaffen, auch im Gegensatz zu Märkten. Und die Leute sollen und müssen unbedingt auch solche Orte des Genusses für Kommunikation, für Kreativität, für Ideen nutzen können, um mit Freude durchs Leben zu gehen.
Komplett werden sich Rainer Döhling und seine Frau noch nicht zurückziehen. Eins ist wichtig, sagen wir, dass das Netzwerk zum einen mit rüberkommt. Und eins, hat er das Anfang schon gesagt, ist für uns ganz wichtig, dass dieses Geschäft weitergeführt wird. Und unter diesem Aspekt will ich allein, meine Frau ist momentan ein bisschen aus dem Rennen genommen, so lange und so weit unterstützen, dass dieses Geschäft gut ins Rennen kommt und ins Rennen geht, weil es unser aller Interesse ist. Ohne Zweifel können die neuen Inhaber von der Erfahrung Rainer Döhlings profitieren. Wie kam die Verbindung eigentlich zustande? Wie sind wir dazu gekommen? Also das ist ja ein ganz altes Traditionsgeschäft, wo schon unsere Oma einkaufen gegangen ist. Und wir sind jahrelang Kunden hier gewesen und es liegt uns wirklich einfach am Herzen, dass dieses Geschäft weitergeführt wird. Ne, wir sagen schon immer, es gibt Spezialitäten und das war immer schon was Besonderes. Und ja, und dann hieß es, der Rainer hört auf dieses Jahr. Und deswegen, wir wollten das nicht einfach so aufgeben oder dass was anderes hier reinkommt. Wir wollten das so, wie es ist, weiterführen. Ihr werdet das Sortiment so übernehmen, aber werdet es wahrscheinlich auch mit euren Produkten ergänzen. Ist das richtig? Ja, genau, das ist richtig. Der alte Bestand, also wie zu sagen, das alte Sortiment, das bleibt. Ne? Das hat ja eine Tradition. Und die Kunden wissen, wenn sie herkommen, was gibt es für was Besonderheiten. Deswegen, das bleibt alles. Auch die vielen Teesorten von Ronnefeld bleibt alles erhalten. Die leckeren Pralinen, die Spirituosen, aber natürlich mit neuem Schwung. Ne? Wir sind junge Leute, wir bringen ein neues Sortiment mit rein und... Man sagt ja immer, es gibt so diese Alleinstellungsmerkmale. Das merken wir ja auch immer, wenn ihr backt. Die Leute sind ganz wild auf eure Rezepte. Das ist auch immer ein bisschen was anderes um die Ecke gedacht. Wird es auch hier so sein? Verraten Sie uns doch ein bisschen was. Ja, natürlich. Also gerade jetzt so, wir haben schon viele, viele tolle Ideen. Zu viel kann ich noch nicht verraten, aber ich denke, jeden Freitag machen wir ein bisschen was Spannendes, ein bisschen was Neues, dass es jede Woche Abwechslung gibt. Und dann auf Weihnachten natürlich unsere begehrten Pfefferkuchen, die dürfen hier nicht fehlen. Die dürfen einfach nicht fehlen. Erweitertes Sortiment, frischer Schwung und neue Ideen. Letzteres erkennt man auch schon an der Innengestaltung. Wir hatten natürlich nicht viel Zeit, kurz und knapp, also vielleicht eine Woche, anderthalb Wochen. Alten Sachen raus, neue Regale, alles selbst gebaut, ne? Bisschen Accessoires gekauft, alles bisschen umgeräumt, nochmal alles durchgestrichen. Also eine Woche voll Power. Es sieht einladend aus und vielleicht auch in Corona-Zeiten, man muss ja wirklich weiterdenken, man hat hier große Abstände, die Regale stehen auseinander und die Kunden kommen sich somit nicht ins Gehege. Ja, es war uns ganz wichtig, darauf zu achten, dass wirklich in dieser Zeit, dass die Leute auch wirklich ohne Probleme mühelos aneinander vorbeikommen und... Hier am Standort, vielleicht auch für unsere Zwickauer Zuschauer. Ist ja gut erreichbar, man ist, wenn man locker fährt, eine halbe Stunde von Zwickau aus unterwegs. Gibt es denn Parkmöglichkeiten? Ja, natürlich. Direkt vor dem Geschäft ist eine Einbahnstraße, rechts und links einfach parken. Es sind immer Parknischen vorhanden. Wenn nicht, ist es ein naheliegender Supermarkt oder Nebenstraßen. Man kann immer gut parken. Gibt es eine Website, wo man sich informieren kann, auch über Öffnungszeiten zum Beispiel? Ist in Arbeit. Ist in Arbeit, wird bald folgen, dauert nicht mehr lang, dann ist die Webseite da. Also die ortsüblichen Öffnungszeiten von 9 bis? Von 9 bis 18 Uhr. Von Dienstag bis Samstag, aber Samstag nur von 9 bis 12. Dann wünschen wir euch alles Gute, dass ganz viele Gäste hierher kommen und euch besuchen. Vielen Dank, wir freuen uns natürlich auch auf jeden, der kommt. Jeder herzlich willkommen, wie gesagt, von Dienstag bis Samstag und wir freuen uns.